Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Impulsdauer bezogen auf Logikgatter. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Inverter oder so habe, wenn ich den jetzt ein- und ausschalte und das Signal einmal durchgeht, wie lange braucht das halt, um durchzugehen? Wie lange braucht ein Impuls, um durchzugehen? Genau, das ist auch schon die Definition. Die Zeitdauer zwischen 50% Anstiegs- bis 50% Abfallzeit bezogen auf die Maximalspannung beim Logikgatter. Ja, das heißt, 50% Anstiegzeit, das wäre ja ungefähr hier, 50% Abfallzeit, das wäre hier, bezogen auf die Maximalspannung. Also jetzt nicht irgendwie auf 3 Volt, wann sind da 50% erreicht, sondern von 5 Volt, wann sind die 50% erreicht, das sind hier eben 2,5 Volt. Genau, können wir direkt auch vielleicht mal die Aufgabe zu rechnen, ist nicht so schwer, wie gesagt, da gibt es zwei verschiedene Diagramme, entweder ihr habt hier U angegeben, ja, dann kann man ablesen, okay, bei 5 Volt ist U max, kann sich dementsprechend die Hälfte ausrechnen, 2,5, oder ihr habt es tatsächlich prozentual angegeben, dann stände da oben U in U geteilt durch U max, das wäre also hier 5 Volt ist die Maximalspannung, also 5 geteilt durch 5 Volt wäre dann stände hier an der Achse 100% und hier bei 2,5 Volt stände dann einfach 50%, das ist dann noch einfacher, dann müssen wir es gar nicht mehr umrechnen. Genau, die Impulsdauer wollen wir jetzt mal ausrechnen. Das wäre einmal hier der Zeitpunkt T von Low auf High. Da sehen wir, okay, da werden diese 50% erreicht. Hoffentlich ungefähr, ja. Dann die TPT High Low. Das wäre, wenn wir jetzt gucken, okay, bei 6 fällt es ungefähr ab, bei 8 kommt es ungefähr an. Dann muss ja wohl bei 7 ungefähr 50% sein. Wenn man es ganz genau machen will, muss man natürlich mit dem Lineal rangehen. Das wird hier an der Tafel ein bisschen schwerer. Ich habe es ja auch aus der Hand gezeichnet. Da haben wir dann die Abfallzeit von High auf Low bei 50%. Ja, und dann machen wir jetzt natürlich einfach hier den Strich und sehen, okay, diese Zeitspanne, die wir haben, ich kann es auch durchziehen, das ist einfach die Impulsdauer, also T-Impuls. Das wird dann mathematisch dementsprechend auch einfach ausgerechnet, also obere Grenze minus untere Grenze ist wirklich eine recht einfache Aufgabe. Ja, das heißt, T-Impuls ist T-High-Low minus T-Low-High. Da muss man jetzt natürlich auch wieder unterscheiden, ne? Wenn der Impuls natürlich abfällt und dann ansteigt, dann ist es natürlich genau andersrum. Immer die obere Grenze minus die untere Grenze. Dementsprechend, wenn ich das hier anschaue, 7 Nanosekunden minus 2 Nanosekunden, 2 Nanosekunden, das ist gleich 5 Nanosekunden. Ja, und dann habe ich auch schon die Impulsdauer. Also man merkt es meistens bei Logikgattern, gerade bei einzelnen, immer sehr kurze Zeiten. Ja, man könnte jetzt dazu hier sagen, es wäre tatsächlich irgendwie einfach nur ein Inverter. Also rum. Aber das wäre hier nicht so wichtig. Also man weiß, das ist ein Logikgatter, wenn man natürlich viele Logikgatter hintereinander schaltet, dann hat man eine ziemlich lange Impulsdauer, weil halt immer mehr hintereinander kommen, aber dementsprechend recht leicht auszurechnen. Wichtig, obere Grenze minus untere. Genau, wir haben noch weitere Videos eben zu dem Thema auch. Anstiegszeit, Abfallzeit, Verzögerungszeit, Gatterlaufzeit, relativer und absoluter Störabsatz. Das sind so typische Aufgaben, die in die gleiche Richtung gehen. Könnt ihr auch gerne mal in die Infobox schauen, ist da verlinkt. Bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.